Was soll das sein? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich wette, es kommt aus dem Weltall. Ja! Oh, bitte, bitte, bitte lass es aus dem Weltall kommen. Nein, das ist meine Zeitkapsel. Das ist viel cooler. Sie kommt aus der Zukunft. Nein, eine Zeitkapsel ist etwas, in das man Dinge hineinlegt und dann vergräbt man sie, damit sie für lange Zeit niemand öffnen kann. Davon habe ich gehört. Irgendwann findet man sie und dann freut man sich über das, was man reingetan hat. Linke und ich haben eine vergraben, als wir kleine Bikes waren. Wow, das ist aber echt lange her. Naja, Hey, ihr seht noch genauso aus. Oh, vielen Dank. Aber viel, viel jünger. Dank. Was ist da noch drin, Maxwell? Mein geliebtes, altes, reparier alles mit einem Werkzeug. Oh. War ein Reinfall. Oh. Und da ist Wachtmeister Blinkers alte Pfeife. Sie lag lange unter der Erde. Hey, ich hatte gerade eine ganz coole Idee. Wir vergraben auch eine Zeitkapsel für uns. Kinder, nehmt doch meine Zeitkapsel, wenn ihr wollt. Hey, ich hatte gerade die gleiche coole Idee wie Ricky. Wir holen Sachen zum Reinpacken. Aua! Hopsi. Perfekt. Na, habt ihr was Schönes für die Zeitkapsel dabei? Wartet, ich will das unbedingt sehen. Ich packe meinen Pokal rein. Den für den coolsten Stunt-Trick. Wollt ihr ihn sehen? Alles klar. Nächster. Ich packe einen Schraubenschlüssel rein. Weil Werkzeug echt super ist. Der nächste. Ich packe meinen Gummiball hinein. Ich habe ihn seit ich klein bin, aber nun bin ich zu alt. Ich bin jetzt nämlich ein Rettungsbike. Ich packe das Video rein. Dann können wir es angucken, wenn wir alle groß sind. Fertig. Alles verpackt. Und? Wo vergraben wir die Kapsel? Meine Eltern bauen in einem Parkplatz. Vergraben wir sie doch dort. Warum? Gute Idee. Der Straßenbelag wird sie schützen. Vergraben! Parkplatz! Cool! Wir treffen uns dort nach dem Essen und vergraben sie. Alle sind verschwunden. Ich denke, sie überlassen das Loop. Ihr vermisst den kleinen Ball doch nicht. Nicht ein klitzekleines bisschen. Mit dir war es so fantastisch. Hopsi! Oh, Hopsi, ich will dich wieder! Ich will mein Ball zurück. Ich hab's mir noch mal überlegt. Ich pack lieber meine alte Hupe in die Kapsel. Ja, das wäre super für die Kapsel. Ich meine, wenn ich sie nicht schon vergraben hätte. Du hast was? Was denn? Hm?
habe sie ganz sicher dort vergraben. Wirklich. Ja, ich weiß noch, da waren Steine. Warte! Nein, ich weiß noch, dass die Steine da überhaupt nicht waren. Sie ist genau dort drüben. Genau dort, wo sie nicht sein kann. Los, wir sehen sie hier nirgendwo. Entschuldigung, wartet. Jetzt weiß ich es wieder. Sie liegt ganz sicher neben einem Holzbrett. Neben einem Stein. Direkt unter einer fluffigen Wolke. Oh nein, die Wolke ist weg. Oh. Na kommt, wir suchen einfach weiter. Wo ist sie? Da sind wir, da sind wir. Macht Platz für die Rumpflers. Mama, Papa, was wollt ihr denn hier? Wir bauen heute den neuen Parkplatz. Es gibt immer etwas zu bauen in Schnellfurt. Jetzt? Wir legen los, wenn wir unser restliches Material hier haben. Je früher, desto besser wird's. Das ist ein Spruch, der meistens stimmt. Theo, die Zoom-Cam kann uns beim Suchen helfen. Zoom-Cam, los! Komm schon, Lu, du kannst sie finden. Stein und ein Holzbrett und eine Wolke. Nein, 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 warte, die Wolke bewegt sich. Stopp, bleib hier, Wolke. Aber da sind noch ein Stein, noch ein Holzbrett. Könnt ihr was sehen? Nein. Wartet, wenn ich darüber nachdenke... Vielleicht waren es auch zwei große Holzbretter. Ich brauche meinen Ball. Ich will Hopsi wieder haben. Wir dürfen Hopsi nicht da drin lassen. Buddies lassen nie einen Ball im Stich. Ihr seid echt die Besten. Habe ich sie vergraben. Ich habe das Schild aufgestellt, damit ich es nicht vergesse. Aber dann habe ich es vergessen. Na gut. Holen wir uns Hopsi wieder. Ups. Alles gut, nicht schlimm. Verstanden. Jetzt lasst uns die Zeitkapsel wieder vergraben. Aha! Hier ist der beste Platz. Hier neben der Grasfläche. Gleich bei den Steinchen da drüben. Und unter einer Wolke in Bananenform.
Los geht's, Herr Hooper zu Hupe. Ich vermisse dich jetzt schon. Wir haben sehr viel zusammen erlebt. Wir sollten wohl wir schon Löcher auffüllen. Vielleicht auch noch an die anderen denken. Das Letzte. Wir sind endlich fertig. Macht Platz für die Arbeiter. Wir haben viel zu tun und dafür sind wir hier. Das ist, was ich immer sag. Wirklich toll, dass ihr hier schon so fleißig gewesen seid. Jetzt geht's los. Hey, Ricky, ich habe eine Überraschung für dich. Überraschung? Wir haben das Loch in dem Rohr mit etwas anderem versiegelt. Hä? Hopsi! Danke!